Die Villa Patrouille ist ein Shooter-Spiel, also quasi Point and Shoot. Ja. Mit B können wir schießen oder mit A? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube mit A. Aber ist auch vollkommen egal. Ja, und hier tauchen jetzt nach und nach immer solche Boos auf. Das ist am Anfang noch relativ einfach, aber wenn man keinen verpasst, das heißt, wenn man hintereinander alle trifft, ohne zwischendurch irgendeinen Fehler gemacht zu haben, dann kriegt man mehr Punkte. Also ist schon sinnvoll, nicht einfach wahllos durch die Gegend zu ballern. Wir haben jetzt zum Beispiel schon Exzellent, das ist das Höchste, was man kriegen kann. Da kriegt man für jeden Buhu 800 Punkte. Ohne kriegt man nur 400, wie man jetzt sieht. Und jetzt kriegen wir wieder mehr und mehr. Aber später wird das natürlich auch deutlich anspruchsvoller. Und hier gibt es eben einen Trick. Wii-Menü drücken, den Pointer schon mal auf die Buhus richten und dann Wii-Menü weg und einfach nur A drücken. Und dann wieder direkt Wii-Menü an. Also wenn man wie wirklich sehr viel erreichen will, gibt es diesen Trick, aber naja, ich wende ihn jetzt nicht an. Es ist ja nicht so, als würde ich dieses Spiel hier irgendwie durchspielen wollen oder so. Ich will es euch einfach mal zeigen. Nur damit ich diesem Let's Play tatsächlich auch einen 100% Charakter geben kann. So, zack, und wo bist du? Komm raus. Boom. Ah ja, wenn wir die Tots retten, dann geben die uns Items, in dem Fall einen Stern, der bewirkt, dass alle Buhus verwirrt werden und dann bewegen sie sich nicht mehr. So, was gibst du uns? Ah ja, und auch hier mit 3 Leben, wie ihr vielleicht gesehen habt, ja, jetzt kriegen wir Maschinengewehr und hier ist dann auch egal, ob wir daneben schießen, weil hier kann man nicht so viel dagegen machen, tatsächlich. Hier haben wir auch 3 Leben, also wenn 3 Geister durchkommen, dann haben wir verloren. Und Geister, die Tots allerdings tragen, die müssen wir gar nicht killen, weil die kommen nicht auf uns zu, nur dann ist der Tot eben weg, ja. Hier kommen jetzt schon andere Geister dazu, die Finsterbus, hier die Lilan, die sind schneller als die anderen. Und dementsprechend sollte man sich um die eher als erstes kümmern. Die Ruhe vor dem Sturm oder so, vielleicht. Aber meine Erfahrungen sind, dass hier ab Runde 3 teilweise schon schwierig wird. Also, dieses Spiel bin ich eigentlich nicht gut drin. Wie man gerade sieht. Wow. Ja gut. Maschinengewehr. Wow. Ich mache euch, metzel euch alle nieder, meine Freunde. Zack, zack. Ja. Das ist dann auch sehr gut hier. Also damit kommt man sehr gut aus. Zack, zack. Aber ihr merkt ja auch, die Punkte, die man braucht, um durchzukommen, sind schwerer zu erreichen. Also wir haben jetzt noch nicht mal unsere 100.000 Punkte, das heißt unsere Flipchart-Chips zurück. Wenn wir jetzt draufgehen würden, wäre schon schlecht. Also dieses Spiel hier würde ich eher weniger nehmen, um die Chips zu farmen. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu den anderen, also dem anderen Paper Mario Teil, wo es eine Spielhalle gab, oder gab es im ersten bei Paper Mario 64 auch eine Spielhalle? Wüsste ich jetzt gar nichts mehr von. Jedenfalls bei Paper Mario Eonentor, also für GameCube den Teil, da fand ich die Minispiele jetzt nicht so überragend. Gibt Schöneres, aber naja. So, zack, zack, zack. Runde geschafft. Way, Runde 2. So, jetzt haben wir tatsächlich auch schon wieder so viele Chips, wie wir brauchen. Und damit kann man sehr zufrieden sein. Bis jetzt klappt es noch ganz gut, aber jetzt kommen, glaube ich, hier schon die ersten Schwierigkeiten dazu. Also zumindest kann ich mich daran irgendwie dunkel erinnern. Ja, jetzt kommen hier schon 5 auf einmal. Und zack, ja, geht aber noch. Boom. Tod könnte langsam wieder kommen. Maschinengewehr wäre toll. Jawohl, Maschinengewehr. Auch Tods können übrigens auch Pilze fallen lassen, die dann dafür sorgen, dass wir ein Leben mehr bekommen. Aber das machen sie nur selten. Wow. Nein, 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 nein. Nicht so nah kommen. Ja, wenn die Buhus an einem dran sind, dann schließen, also halten sie sich so die, mit den Händen die Augen zu und wenn sie dann die Hände wegmachen, dann kriegen wir Leben abgezogen. Wow. Nein, 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 nein. Wow, ich habe gerade mal, ich habe gerade gedacht, die Runde wäre vorbei und wollte schon die Wii-Fernbedienung kurz weglegen und dann, naja. Boom. Und boom. Und boom. Boom. Ja. Das ist jetzt tatsächlich auch wahnsinnig spannend, hier zu kommentieren, so ein Shooter. Ja, und hier kommt jetzt auch so ein großer Atombuh dazu. Den müssen wir immer mal so zurückschießen zwischendurch, wenn wir nichts zu tun haben, weil der hält sau viele Treffer aus. Gibt auch dementsprechend viele Punkte, wie ihr gesehen habt. Also 10.000 ist jetzt nicht ohne. Zack, zack, zack. Na, jetzt haben wir schon das erste Leben verloren, ja. Jetzt könnten wir mal tatsächlich was bekommen. Ja, mal. Oh, toll, das hat's dir gebracht, Todd. Du bist ja ein Skiller. Naja, aber wir haben jetzt immerhin schon wieder die 200.000. Also ihr merkt, je schwerer es wird, desto schneller bekommt man aber auch Punkte. Ist ja auch logisch, irgendwie.
So, aber jetzt kommt... Also ich nehme an, dass ich so spätestens in Runde 5 krepieren werde hier bei dem Spiel. Weil, wie gesagt, ist jetzt nicht so meins hier. Vor allem mit Wii-Fernbedienung ist ja alles nicht so genau, aber naja, geht. Das macht das natürlich ein bisschen einfacher hier. Ich mag das Maschinengewehr irgendwie, ja. Boom, 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 boom. Zack, weg, tot, alle, weg, nein, nein. Gut, die Kombos kriege ich jetzt auch nicht immer alle hin. Also die verliert man auch immer schneller, weil man eben auch immer schneller schießen will und dann trifft man nicht und naja. So, du weg, du weg, du weg. Kommt jetzt noch was Tolles? Also die Runde könnte mal so langsam wieder vorbei sein. Nee, will nicht irgendwie. Schade. Du aber weg. Du auch und du auch. Oh, jetzt kommt wieder so ein Atombu. Stirb. Stirb, Junge. Hau ab. Nee. So, jetzt hier. Meiner, Todd. Ja, wunderbar, Todd. Du weißt, was ich gerade brauche. Ja, okay, jetzt kommen hier schon ein paar mehr, wie wir sehen. Noch ein Trotz. Und er gibt nochmal Maschinengewehr. Gute Sache. Yay, Runde geschafft. Damit jetzt schon in Runde 5. Okay, und jetzt kann ich wieder ruhigen Gewissens abkratzen. Wenn es denn sein muss. Wenn es denn wirklich sein muss. Weg, weg. Stirb, 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 stirb. Nein, das war schlecht. Oh ja, jetzt man merkt, es wird schwieriger. Oh Gott, oh Gott, nein, geh mir weg, rück mir von der Pelle. Ja gut, bis jetzt geht es noch. Es ist noch im Bereich des Machbaren. Gerade so. Oh jetzt, jetzt, jetzt wird's heftig. Boah, stirb, stirb. Ja. Ja, also die Atombus sind mit so einem Maschinengewehr relativ gut kaputt zu machen. Also mit so einer Blume eben. Da kann man sich durchaus mit weiterhelfen. Wow, jetzt kommen ja definitiv zu viele. Ja, jetzt hat der eine mich schon getroffen und jetzt der nächste kommt gleich. Wow, noch lebe ich. Ein Leben habe ich noch. Nee, nicht mehr lange, glaube ich, wenn das hier so weitergeht. Wow, 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 wow. Wow, 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 ich habe ihn nicht getroffen. Dämlich. Ja, also ein bisschen zielen sollte man dafür schon können. Das wäre unter Umständen von Vorteil. So, gewonnene Flipchart-Chips. Way. Auch hier 5. Platz. Also guten ersten hat hier im Spiel noch nie, glaube ich. Aber in anderen Spielen schon. In Memory, glaube ich, auch nicht. Aber Dessertinsel hatte ich schon mal. Das spielen wir jetzt nochmal. Auch ein schönes Spiel. Hier geht es darum, ganz viele verschiedene Obstsorten einzusammeln. Beziehungsweise, ja, Obst an sich. Und wir können mit der Wii-Fernbedienung, indem wir die schräg halten, diese Insel hier bewegen, sodass Mario losgeht. So, das hier sind die besten Fruchtdinger. Mit denen kriegen wir am meisten Punkte. Und deshalb versucht man am Anfang der Levels, ja, man muss natürlich den Gegnern ausweichen, logischerweise. Auch hier haben wir 3 Leben und wenn wir vom Gegner getroffen werden, verlieren wir 1. Mit diesen Blumen hier könnten wir uns drehen und in der Zeit alle Gegner wegkicken. Das gibt natürlich auch nochmal schön viel Punkte, wenn man viele trifft. Ja, kann man so machen und so und so und so und so und so und so. Und am Anfang des Spiels sollte man auch versuchen, möglichst ganz viele gleiche von den Fruchtdingern einzusammeln, weil... wenn man am Ende... Wow, mit dem Stern könnte man alle Gegner auf einmal killen auf dem Screen. Wenn man 5 gleiche hat, dann bekommt man nochmal Bonuspunkte am Ende. Und jetzt haben wir eben... Also man bekommt quasi das Doppelte. Jetzt haben wir schon 4 von den seltensten Items eingesammelt. Und jetzt das 5. Genau, jetzt bekommen wir nochmal 35.000 extra, also das Doppelte. Und haben in der ersten Runde schon fast unsere ganzen Chips zurückgeholt. Und wenn man das ein bisschen weitermacht, dann kann man hier, glaube ich, also ich würde sagen, hier, das ist, um Chips zu farmen, die schnellste Methode und ist auch irgendwie lustig, das Spiel an sich. Ich mag es, ja. So, und man kann es auch relativ chillig spielen. Ich meine, man braucht keine wirklich angespannte Haltung zu haben. Ist relativ locker, einfach. Ich warte jetzt tatsächlich wieder auf diese Shakes, auf die da. Ja, ja, und gleich schon das 3. noch. Boah, das war jetzt mal eine Ausbeute hier. Pff, damit kann man zufrieden sein.
Und wenn man merkt, es wird schwierig, immer nur gleiche einzusammeln, dann sollte man es einfach lassen und probieren, kein Leben zu verlieren. Das ist dann, ach Mann, den Stern wollte ich mal haben. Aber die Blume kriege ich, genau. Und zack, zack. Ja, hier ist am sinnvollsten, die großen Gegner zu killen. Also die Stachis und am besten diese Riesendinger, diese Steinblöcke da. Die geben am meisten Punkte. So, aber erstmal das hier einsammeln. Und jetzt Steinblock und daneben einsammeln. Yay, und dann haben wir auch schon 5 Stück eingesammelt. Und auch hier nochmal 35.000 Bonuspunkte. Das ist schön. So. Wow. Ab einem gewissen Level bekommt man unten dann auch noch einen Zusatzslot. Also da muss man pro Level mehr als 5 einsammeln. Zum Beispiel dann am Anfang 6. Das geht hoch bis zu 10. Also wenn man wirklich 10 Stück hat und am Ende 10 gleiche einsammeln kann, dann Respekt. Aber ich glaube, da bin ich dann nie gewesen. Wow, das war jetzt schon knapp. Den Pfirsich wollte ich eher... Boah, war das eng. Eher nicht nehmen. Aber ihr merkt, dass das Spiel zwar einen Schwierigkeitsgrad... Nicht so leicht, aber mir liegt es irgendwie. Ja, das war jetzt der Stern. Einmal alle Gegner auf dem Screen killen. Coole Sache. Ja, jetzt kommt kein Gegner mehr. Dann nutzt die Blume dann relativ wenig tatsächlich. Boah, jetzt müssen wir hier wieder Präzisionsstehen machen. Ja gut, bis jetzt klappt es ja noch. Also, ist machbar. Wow. Ja, das lässt sich gut an. Nein, jetzt kriegen wir den da. Ja, das war klar. Gut, wenn man einen hat, kann man auch ganz viele andere noch einsammeln. Dann ist es relativ egal. Also den Pfirsich können wir jetzt auch nehmen, weil Bonus kriegen wir nicht mehr. Nur wenn man wirklich 5 gleiche hat, beziehungsweise ab jetzt 6 gleiche brauchen wir, dann kriegt man auch die Bonuspunkte. Die sich aber schon lohnen. Also, sobald man es noch machen kann, macht es. Wow. Aber ihr merkt auch, die Gegner, die von unten runterkommen, aber auch die Fruchtdinger, die werden immer schneller. Also mit der Zeit, es wird schwieriger. So, nochmal und dich weg und dich weg und dich weg. Ja, na, daneben war so ein Shake, da war noch einer. Wow, und ich sterbe hier gerade beinahe. ja, würdest du bitte... Ja, hier endlich mal wieder so ein Shake, so ein Allfrucht-Shake, was weiß ich. Es gibt hier auch Mangosaft, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, diese, also die Sachen, die man hier einsammeln kann, sind alles Items, die man auch im Spiel sammeln kann. Ich weiß aber gerade nicht, was das eine ist. Also das eine ist Mangosaft, glaube ich. Das andere ist eben der Pfirsich. Und das dritte hier ist, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Sterntraum, Fruchttraum, irgendwie so ein Kack. Oder Früchtemix, irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau. Oh Mann, da nehmen wir 2 Stück. Ja. Das Spiel kann sich mit der Zeit auch ein bisschen ziehen tatsächlich. Aber ich nehme an, ich glaube ab dem nächsten Level gehen wir nicht mehr auf 5 gleiche. Beziehungsweise dann 6 gleiche. Ja, allein schon deswegen. Gut, lassen wir es. Machen wir es lieber so. Und da kriegt man auch noch genügend Punkte tatsächlich. Naja. Passt schon. So viel Zeit haben wir jetzt aber auch nicht. Ich wollte euch eigentlich nur einen kleinen Einblick geben, aber ich merke gerade, die Spiele machen schon wieder Fun irgendwie. Auch wenn man es mir eventuell nicht nachvollziehen kann. Ja, man muss auch nicht unbedingt die stärksten, also die besten Früchte einsammeln. Es reicht manchmal auch, die Mango-Sachen einzusammeln. Die geben auch 5.000 Punkte. Und, ja, 6 mal 5.000, 30.000 extra Punkte sind jetzt auch nicht so ohne, aber wir sammeln jetzt einfach mal alles ein. Bin ich jetzt für... Damit wir nochmal ein bisschen weiterkommen hier. Und ja, eigentlich können wir jetzt schon aufhören, aber ach komm, wir machen ein bisschen weiter. Wir haben ja noch kein Leben verloren. Also das Spiel hier, um weit zu kommen, es bringt durchaus was, das mal so ein bisschen zu zocken. So, Pfirsich. Ja, das nehme ich gerne. Und noch ein bisschen Mango und noch ein Pfirsich und noch eine Blume. Und noch ein Shake und noch ein... Pfirsich. Boom. Zack. Pfirsich. Yay, auch das Level geschafft. Also wenn man sich nicht darauf konzentriert, nur gleich zusammen gehen die Level auch relativ schnell vorbei. Ich denke, wenn wir nicht sterben, machen wir noch bis Runde 10. Und dann lasse ich mich absichtlich krepieren. Aber ich nehme an, das wird vorher schon erreicht werden. Jetzt habe ich alles verpasst hier. Das ist irgendwie schlecht, aber naja. Passt schon. Zack, zack. Und noch ein Mango. Wow.
Und nee, wow, nicht so ungechillt hier. Bisschen chilliger, bitte. Runde 8, jetzt haben wir schon 7 Slots, also ihr merkt, das steigert sich durchaus schnell. Wobei ich sagen muss, ich glaube, hier ist der Highscore auch irgendwas um die, wow, 1 Million, und der ist, glaube ich, leicht zu knacken. Oder ist hier schon 2 Millionen? Ich glaube, hier ist nur 1 Million der Highscore. Mangosaft? Ne, den kriegen wir nicht mehr. Pfirsich. Wir könnten jetzt auch mal drauf gehen, nur Pfirsiche zu sammeln. Ja, das war klar. Also da war fast nichts zu machen, würde ich behaupten. Das wäre schwierig geworden, da auszuweichen. Da muss man schon extrem präzise werden. Boom. Zack. Mein Pfirsich, meine Mangosaft. Meine Mangosaft vor allem. Gut Deutsch. So, Runde 9. Ja. Machen wir noch 500.000 Punkte, kriegen wir noch, oder? Ja, die kriegen wir noch. Locker. Pfirsich. Nein. Schade. Man muss auch damit ein bisschen bedenken, dass die Insel ja immer sich mitbewegt, wenn man nach links oder rechts geht. Also, so einfach ist das ja nicht. Ey, Pfirsiche. Ich glaube, ich sammle jetzt mal nur Pfirsiche, wenn das möglich ist. Joa, Pfirsiche kommen halt am meisten. Mango, wow, Mangosaft war jetzt bis jetzt nur der eine, also, naja, da wird jetzt ein bisschen mehr kommen. Ja, wir sehen hier, jetzt kommt nur noch Mangosaft, jetzt kommt noch ein Pfirsich und jetzt noch ein Way, alles Pfirsiche. Perfekto. So, ich denke, wir können uns jetzt mal krepieren lassen, die 500.000 kriegen wir müssen ja nur noch eine Sache einsammeln. Stirb, Mario, kann man eigentlich runterlaufen? Ja, man kann runterlaufen. Damit wäre die Frage dann auch geklärt. Jetzt noch den Pfirsich einsammeln und tschüss Mario, verrecke! Gut, dann hätte ich euch an der Stelle das auch mal gezeigt. Tolle Sache, vorbei. Ja, durchaus schade. Trotzdem 50 Rubine. Ja, hier ist Rekord 700.000, das hätten wir locker geschafft, wenn ich nicht vorher aufgehört hätte. Also, zumindest nehme ich das an. Gut, das nächste Spiel werde ich euch dann irgendwann nochmal zeigen, je nachdem, wann ich gerade Bock und Lust, dasselbe, egal. Pleonasmus, das ist alles ein Stilmittel. Je nachdem, wann ich mal wieder Bock dazu habe. Vielleicht auch schon im nächsten Part zu anfangen, dann habt ihr da nicht so einen krassen Bruch drin, ne? Aber, naja, ich wollte es jetzt zunächst mal unterbinden, dass wir mit der Story weitermachen direkt. Wir gehen jetzt erstmal einen Stockwerk tiefer, weil da gibt es den nächsten Speicherpunkt. Und ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch auch mal jetzt was anderes gezeigt habe von dem Spiel, wie vielfältig das in anderen Bereichen noch ist. Ansonsten, beim nächsten Mal machen wir wieder mit der Story weiter und dann geht's irgendwann aufs Ende zu. Ja, ansonsten, macht's gut, bis dann. Ciao.